Otenak aus Estland kämpft bei der Rallye Katalonien aussichtsreich um sein Comeback im WM-Kampf und setzt die Favoriten unter Druck. Der Toyota-Pilot führt das Klassement am Freitagabend nach 7 von 18 Wertungsprüfungen souverän an, 26,8 Sekunden trennen ihn vom ersten Verfolger Dani Sordo, Spanien im Hyundai. Die bislang größten Titelfavoriten, Spitzenreiter Thierry Neuville, Belgien, Hyundai und Weltmeister Sébastien Ogier, Frankreich, Ford, hatten am Freitag dagegen Probleme. Ogier verschenkte gleich auf mehreren Wertungsprüfungen Zeit und liegt mit bereits 39,4 Sekunden Rückstand auf Tenak nur auf dem 7. Platz. Neuville kämpfte mit einer riskanten Reifenwahl und war mit fast einer Minute Abstand, 59,7, sogar nur 9. Als Dritter des WM-Klassements war Tenak, 168 Punkte, nach Katalonien gereist. Neuville 189, führt knapp vor Ogier 182. Mit einem Sieg am Sonntag könnte Tenak theoretisch sogar die Führung erobern.